von den Erwachsenen beschmutzen. Live up unto your dreams. Lebt für eure Träume. I read through all the 66 books that makes the Bible. Ich habe alle 66 Bücher gelesen, aus denen die Bibel besteht. Something about when we say somebody is youth. Und ich habe etwas herausgefunden darüber, wenn wir sagen, dass jemand ein Jugendlicher ist. Youth. Jugendliche. Youth. Also arise and shine. I don't feel you, youth. Arise and shine. If you are here and you have not shaken your body, you have done yourself not something good today. Wenn du hier bist und dich noch nicht bewegt hast, dann hast du dir selber was Schlimmes If angetan. You haven't done anything now, you haven't done yourself any good. Wenn du dich noch nicht bewegt hast, dann hast du dir selber nichts Gutes When getan. When we were playing the songs, the adults were doing it. They want to move their body, but they can't move it. Während die Lieder gesungen wurden hier vorne, haben die Erwachsenen versucht, sich zu bewegen, aber das konnten This nicht. Is your time. Das ist eure Zeit. And this is your chance. Und das ist eure Chance. Don't let this chance bypass you. Lasst diese Chance nicht an euch vorbeigehen. Every time when God wants to use somebody to make a history. Wann immer der Herr jemanden benutzen möchte, um Geschichte zu schreiben. I'm talking about something significant. Und ich spreche über was Bedeutendes. Something meaningful. Etwas, was Bedeutung hat. God never called an old man. Dann hat der Herr niemals alte Menschen gerufen. I plan about 19 spiritual axioms for you. Ich habe ungefähr 19 spirituelle Axiome für euch geplant. But I'm limited. Aber ich bin in der Zeit ein bisschen eingeschränkt. Let me read a very simple scripture. Please enter 2019 with it. Ich lese euch eine sehr kleine Schrift und ich bitte euch in das Jahr 2019 From the book of Daniel chapter 1 verse 8. Da sehen wir in Daniel 1 Vers 8. Bible said that Daniel purposed in his heart. Die Bibel sagt, Daniel hat in seinem Herzen für sich entschieden, that he will not defile himself with the king's delicacies. Dass er sich nicht beschmutzen würde mit den Delikatessen des Königs. That he is not going to allow the king's meat to defile him. Er hat sich vorgenommen, dass er sich nicht vom Fleisch des Königs beschmutzen lassen würde. You can also purpose your heart that you are not going to defile yourself. Jugendliche, ihr könnt auch in eurem Herzen vornehmen, dass ihr euch nicht beschmutzen werdet. There are certain mistakes. If you commit it now, you can never reverse it. Es gibt einige Fehler, die unwiederrückgängig zu machen sind, wenn wir die jetzt begehen. If we say you purpose something in your heart, wenn man sagt, etwas im Herzen sich stark vorzunehmen, it's a very strong word. Dann ist es ein sehr starker Ausdruck. It's something that has a whole lot to do with devotion and principles. Und das geht nur mit Hingabe und mit Prinzipien. It has a lot to do with commitment of a cause. Das hat viel zu tun, wenn man sich einer bestimmten Sache ergeben hat. You can't just say that you want to be like everybody. Man kann nicht einfach sagen, man will so sein wie jeder. If I'm talking to the youth, I want to hear you shouting yes. Yes. Ich rede mit Jugendlichen, deswegen will ich hören, dass ihr yes oder ja sagt. You are so unique and so powerful. Du bist so einzigartig und so mächtig. The fact that maybe you have got a new name here in the system doesn't change your heart. Und die Tatsache, dass du in diesem System einen neuen Namen hast, kann dein Herz nicht verändern. Daniel's name was changed. Der Name Daniels wurde zwar verändert. But they couldn't change the heart of Daniel. Aber sie konnten sein Herz nicht verändern. Because we taught him about the principles of the fear of God. Denn man hat ihm die Prinzipien der Furcht Gottes beigebracht. Maybe you have taken your father's name or your mother's husband, whoever, Fischer, Klause, Rau and all this. That is not you. Vielleicht hast du den Namen einer anderen Person, vielleicht des Ehemanns, deiner Mutter. Shake your neighbor, tell me that is not you. Das bist du nicht. Sag das. The real you is your heart. Hallelujah. Das echte du. Don't call yourself a Fischer or Klause. Nenn dich nicht Fischer oder Klause. I'm here actually today to challenge you in a way. Ich bin hier, um euch auf einer bestimmten Art und Weise herauszufordern. Youth, don't go for the alternative. Go for the ultimate. Jugendliche, geh nicht und holt euch die Alternative. Holt euch das Ultimum. Go for the ultimate. Holt euch das Ultimum. Don't go for the alternatives. Holt euch bitte nicht die Alternative. When I'm gone, you will understand. Wenn ich weg bin, werdet ihr dies verstehen. If you take it anyhow, we will take you anyhow. Wenn ihr
irgendwas macht, dann werden wir euch auch irgendwie behandeln. Now I don't know whether you are Afro-Deutscher or Deutscher Afro. Ich weiß nicht, ob du Afro-Deutscher bist oder Deutscher Afro. You are not sure whether you are real German or you are real African. Du bist dir nicht sicher, ob du echter Deutscher bist oder echter Afrikaner. Therefore, maximize your potentials. Deswegen solltest du dein Potenzial zu maximize your influence. Du sollst den Einfluss, den du hast, maximieren. When I talk about the potential, wenn ich über das Potenzial spreche, I'm not talking about the things that you have done. Dann spreche ich nicht über die I'm Dinge, talking die about the things habt, that you can do. Sondern über die Dinge, die ihr tun könnt. If you have PhD in so what, put it down and push forward. Hallelujah. Doktortitel habt, I am bored. I am bored. I am tired of the same. I am tired. Ich habe diese gleichen Dinge satt. I am here to challenge you that you can do it. Und ich will euch herausfordern, ihr könnt es schaffen. Refuse to be refused. Ihr sollt nicht zulassen, dass ihr abgestoßen reject wird. Reject to be rejected. Denounce to be denounced. Nicht annehmen, dass ihr nicht angenommen werdet. You can do something in your generation. Hallelujah. Du kannst etwas tun in deiner Generation. You are not born to continue. Du wurdest nicht geboren, um irgendwas fortzuführen. All this statement I prayed for you. Und ich bete für euch durch diese ganzen You are not born to continue. Du wurdest nicht geboren, um irgendwas fortzusetzen. But you are born to change. Sondern du wurdest geboren, um zu verändern. If what mama and papa did was wrong and it doesn't want to be continued, don't continue. Wenn das, change was Mama it. Und Papa getan haben, falsch war und sich nicht fortsetzen lassen möchte, dann If verändere das. You can't beat mama and papa. Wenn du Mama und Papa nicht schlagen kannst, if you can't beat them, if you can't go ahead more than them, wenn du sie nicht übertreffen kannst, then maintain what they did. Dann solltest du mindestens das einhalten oder erreichen, was if sie erreicht haben. If you come below Mama and Papa, you are a disappointed child. Wenn du weniger erreichst als Mama oder Papa, dann bist du eine Enttäuschung. Happy New Year. Frohes neues Jahr. If you are smart like me, I will copy my father. Wenn du so schlau bist wie ich, dann werde ich meinem Vater nachahmen. Exactly what he did, I will copy him and maintain what he did. I will not destroy him. Genau das nachahmen, was mein Papa gemacht hat. Ich werde genau den gleichen Weg gehen und nicht zerstören, was But er gemacht hat. But if you are more schlauer, aber wenn du schlauer bist als add ich, what you have with what your father gave to you, dann solltest du das, was du hast, zusammentun mit dem, was dein Vater dir gegeben hat. Then you can beat your father. Hallelujah. Dann kannst du deinen Vater schlagen oder übertreffen. Once you know what you saw, wenn du weißt, was du gesehen hast, once you know the things that you saw in your dream, wenn du einmal weißt, was du in deinem Traum gesehen hast, anything you see now is temporal. Dann ist alles, was du jetzt siehst, nur vorübergehend. Tomorrow go to school, go to the working place and tell your chef, your chefin, your school leiter, tell them that no, you know, chef, this is not what I saw when I saw a child. Wenn I'm du here zur Schule gehst oder zur Arbeit oder sonst wo, sag deinem Chef oder deinen Kollegen, das, was ihr jetzt gerade seht, ist nur vorübergehend. It is just a temporal. Es ist nur vorübergehend. Follow your dreams. Folgt euren Träumen. Follow your dreams. Folgt euren Träumen. Anything that you have in your head, alles was ihr im Kopf habt, and those things that you want to do in your heart, und die Dinge, die man erreichen möchte im Herzen, you can have it in your hands. Die könnt ihr in euren Händen haben. I say you can have it in your hands. Ich sagte, die könnt ihr in euren Händen haben. It doesn't happen just like that. Und das geschieht nicht nur so. Those things you have in your heart, die Dinge, die du in deinen Händen and hast, those things that you have in your heart, und die Dinge, die du in deinen Händen that hast, are unseen. Die noch nicht gesehen sind. Prove to me that next year you are going to have it in your hand. Da sollst du mir beweisen, dass du die nächstes Jahr in der Hand haben wirst. It is possible. Es ist möglich. You can make it. Du kannst es schaffen. Take no for answer. Du sollst niemals Nein als Antwort Don't annehmen. Don't allow the condition and the situation to dictate for you. Lass die Umstände und die Situationen nicht dein Leben diktieren. Never chase value. Place value on your life. Du sollst niemals irgendeinen Wert nachlaufen, sondern du sollst auf deinem Leben einen Wert hinlegen. If you have value, we will call for you. Und wenn du einen Wert hast, dann wird man dich rufen. You won't ask people to come, they will search for you. Da wirst du Leute nicht darum bitten, zu dir zu kommen. The areas that you are good, make sure that you maximize it. Und die Bereiche, in denen du gut bist, solltest du maximieren. I heard
A sound technical from America coming to Hamburg to do the engineering for us. Ich habe gehört, dass ein Sound Techniker, so ein Sound Engineer aus Amerika gekommen. Don't we have engineers here in Hamburg? Können wir keine Ingenieure? How come that somebody is coming extra to come and do engineering work? Wie kommt es, dass jemand extra eingeflogen wird, um diese Arbeit zu machen? Let him be more challenged. Ja, er sollte uns herausfordern. Hallelujah. Amen. May the Lord bless you. Möge der Herr euch segnen. Life is a process. Das Leben ist ein Prozess. Never try at all to contend with that process. Und lass niemals zu oder versuch nicht erst gegen diesen Prozess anzukämpfen. One day you'll be pregnant. Don't be pregnant now. Eines Tages wirst du schwanger, also sei bitte nicht jetzt schwanger. One day you are a potential husband, a wife. Don't try now. One day it will come to pass. Eines Tages don't fight it. Wirst du Ehefrau oder Ehemann sein. Versuch das nicht jetzt zu sein. Don't go and pregnant any lady also. Und bitte zu den Männern, geht nicht und schwängert. One day you will be a father. Eines Tages wirst du oder werdet ihr. Happy New Year. Frohes neues Jahr. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Bishop Collins, Edu. Well, I mean, put your hands together for Bishop.